Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Ja, so schauen wir aus. Wir gehen unseren Vize-Aufseher-Typen holen, der so bewusstlos vor sich hin schlummert. Denn wir tun hier weiterkommen. Und zwar hier bei dem Fenster rein. Den Kerl gehen wir gleich mal ab und dann gehen wir auch die Rune holen und so weiter. Die ja bei den Heulern scheinbar zu finden ist, Schrägstrich sind. Ja, ich muss jetzt nur irgendwie an Höhe gewinnen. Ja, neutrales Gebiet, sehr schön. Das freut uns sehr. Also wie gesagt, ich muss jetzt da wieder rauf. Ich muss jetzt da unseren Freund abholen, der so schön vor sich hinschlummern tut. So, dass wir ein bisschen warten. Genau. Damit sich das Mana erholen kann. Du Kackdöle, du Elendige. Wow. Jetzt ist das Viech echt auf. Wow. Oh je. Achtung! Halt! Scheiße. Das war jetzt dumm von mir. Ich glaube, das muss ich nochmal laden. Entschuldigung. Oder? Schaff ich es? Warte mal, schaffe ich es, den Kerl da? Jetzt ist wieder ruhig, ne? Wäre es halt echt lieb, wenn wir ganz flott hier abhauen können. Ich werde auch nochmal speichern. Ich will auf keinen Fall, dass dieser Vize-Heini hier angeschossen wird, verletzt wird, sterben tut oder sonst irgendwas. Ich will den schon in einem Stück zu Paolo bringen. Sind es jetzt zwei von diesen Humble-Männern oder nur einer? Einer. Und dafür zwei Hühnchen. Wie schön. Würde ich jetzt gerade anbieten, den umzuhauen. Beziehungsweise, dass wir jetzt abhauen. Der Wind wird stärker. Perfekt. Was war das jetzt? Alter, abhauen. Ich hoffe, ich... Nein, ich bin nicht richtig. Scheiße. Noch ein Stück auf die Seite. Noch ein Stück runter. Noch ein Stück. Ich glaube, hier ist richtig. Ich glaube. Bin ich jetzt hier richtig? Hä? Nö, oder? Jetzt bin ich zu weit gelaufen. Bin so toll. Ich bin so toll. Bin ich jetzt zu weit gelaufen? Hä? Schön. Na, das hätte schon gepasst, oder? Da so her. Da drüben war ja alles zugesperrt, ne? Das müsste mal schon passen. Ah ja, das passt schon. Das war irgendwo hier. Irgendwo bei so einer Nische rein, ne? Scheimdreck. Hä? Jetzt finde ich das nicht mehr an, oder was? Ah, wie schön. Hier, ne? Jawohl, jetzt haben wir's. Das ist hier wieder typisch. So. Dücken vielleicht? So, ja. So. Dab, dab. Dab, dab, dab. Wieder Dücken. Und da durch. So. Und so. Das ist jetzt speicherungswürdig, weil ich habe irgendwie im Bauch das Gefühl, dass das hier nicht mit einem blauen Auge gut ausgehen tut. So. So.
Hallöchen, die Herrschaften. Ich habe noch Bäckereien und Obststände beklaut. Das ist Burn. Hi, ich habe ein Freundschaftsangebot. Bitteschön. Ich habe seit Monaten versucht, Burn auszuschalten. Und du hast es endlich geschafft. Mhm. Du schuldest mir jetzt was, Paolo. Wir sind im Krieg mit dem Orden, nicht nur wegen des Gebiets, sondern auch wegen der Bürger von Kanaka. Das ist meine Heimat. Und ich würde Burn ohne Hände nach Dunwall schicken, um dem Oberaufseher und der Kaiserin die Sache zu verdeutlichen. Sehr schön. Das hättest du bestimmt nicht erwartet, Vizeaufseher. Was willst du? Ich muss ins Haus von Aramis Stilton gelangen. Du bist interessant und bestimmt gefährlicher als viele, die an meine Tür klopfen. Das solltest du nicht vergessen. Hier ist, was du brauchst, um ins Haus zu kommen. Danke. Wenn du deine Hände bei der Zukunft Karnakas im Spiel hast, hoffe ich, dass du deine Sache besser machst als der Herzog. Darauf kannst du dich verlassen. Der Herzog ist ein Schlappschwanz. Hoffentlich haben wir die richtige Entscheidung getroffen. Schaff diesen Kerl hier raus. Vielleicht wäre es andersrum besser gewesen. Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt mal so gemacht. So, ich müsste da das rauf. Das Gleichgewicht in Kanaka beenden. Ja. Ich möchte hier rauf und ich möchte hier rein. Jetzt wendet sich das Blatt. Der Ort versinkt im Chaos. Jawohl. Sehr gut. Da haben wir auch schon unser heiß begehrtes Knochendingens und Code für Stildens Haus. Von unserem Freund, dem Herzog, brauchen sie um Stilton. Ach so, wir könnten theoretisch. Theoretisch. Warte mal, von unserem Freund, dem Herzog, brauchen Sie, um Stilton Essen zu bringen. Lassen Sie die Vorräte dort und sehen Sie zu, dass der Alte Wasser hat. Und nicht vergessen, verraten Sie niemanden die Kombination. Lady Winslow, Schnupftabakdose, Baroness Finch, Diamant, Madame Nizzo, Ring, Gräfin Conti, ich glaube, das sagt man so, Kriegsmedaille und Dr. Marcola. Marcola. Vogelanhänger. Hätte das gereicht? Hm. Nehmen wir gerne mit. Hm. Jetzt bin ich nämlich gerade am Überlegen, ob ich keinen von beiden ausschalten werde. Ah, das passt schon so, oder? Was haben wir da? Achso, das waren die Lieder, ne? Ich glaube, das passt schon so. So. Nächstes Knochenartefakt. Es müsste, glaube ich, noch eines geben. Ach du Heilige, wo ist das? Irgendwie da drüben. So. Hallo. Was ist hier los? Hä? Habe ich kein freies Geleit? Habe ich gedacht, ich kriege da jetzt freies Geleit? Und kann ungehindert hier durch die Gegend gehen? Scheinbar nicht. Das ist aber nicht sehr nett. Aha, okay, da geht's nicht drüber. Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. So. Ist das jetzt unterhalb? Also unten. Ich denke mal, oder? Ich denke mal, dass das unten ist. Das heißt, ich muss mal hier durch, irgendwie, irgendwo. Da 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 da
Es wirkt so, als wenn es ein bisschen unterhalb wäre, ne? Oder es liegt... Nein, es ist schon ein bisschen unterhalb, ne? Unterhalb. Das ist die Frage, ob es noch weiter unterhalb ist. Oder vielleicht sogar außerhalb. Was haben wir denn da herüben? Aha, okay, wartet mal. Wir werden mal ganz kurz speichern. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass ich diese Herrschaften dort drüben ausschalten muss. So, das bedeutet, ich muss mal an Höhe gewinnen. So. Mhm, da hinten scheint sie zu sein. Okay. Okay. Das schaut vielleicht gar nicht mal so schlecht aus. Oh. Ach so. Ach so, ich weiß schon wieder. Ach du Heilige. Genau, das war bei dem Schwarzmarkt Heini. Och du liebe Zeit, wie kriege ich das hin? Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinbekommen soll. Oje, oje, Mini. Kein Schimmer, wie ich da reinkommen soll. Ach so, Entschuldigung, jetzt bin ich hier. Ich dachte, jetzt komme ich oben rein. Cool, habe ich jetzt gedacht. Super, schön gemacht. Nix da. Nix schön gemacht. Kann ich hier irgendwie hoch? Nö. Nee, nee, so einfach geht das nicht. Nein. Ja, da muss es doch Herrschaft Zeiten nochmal. Ah, warte. Aha. So, und jetzt, ja? Achso, jetzt bin ich nur da. Alles vergittert, ne? Ich sehe gar nichts. Super ist das, ehrlich. Ah, da sind wir jetzt wieder. Okay, da sind wir jetzt wieder. Dass es hier nirgendwo reingeht, das wundert mich jetzt schon stark. Da habe ich gerade jetzt echt wieder mal einen Nullplan. Aber null. Da habe ich sicher wieder irgendwas übersehen. 100.000-prozentig. Wüsste was und wo ich was übersehen habe. Hm. Spielen später Würfel. Auch Lust? Sicher. Da hast du es. Ein Outsider, verdammt. Was? Das
nicht gut. Nicht sehr gut, eigentlich. Es ist gerade echt mehr als seltsam. Kann ich wieder was zerstören? Das habe ich wahrscheinlich noch gar nicht in Betracht gezogen. Ich glaube, Fakt ist schon, dass ich da in den Nebenraum irgendwie hinkommen muss. Oder sollte. Bei nichts, ich brauch Glück. Aha. Der Schwarzmarkt halt, ne? Ein bekanntes Gesicht. Ihr Geschmack gefällt mir. Ja, danke. Ah, warte, war da nicht irgendwie ein Schlüssel oder so, das wir gebraucht haben? Tun? Aha. Aha, okay. Warte, Code. Okay, warte, warte, warte. Warte. Missionshinweise. Haben wir vielleicht sogar das schon? Gegenstände? Wissen. Schaut nicht aus, ne? Schaut gerade nicht aus. Das ist echt doof. Woher kriegen wir denn das jetzt schon wieder? Hier. Nummernscheibe. Warte mal, vielleicht hier oben irgendwo. Vielleicht ist es ja gar nicht mal so schwer versteckt. Blockiert. Es ist immer alles blockiert. Es ist immer alles blockieren, Dude. Hier. Warum? Es gibt anscheinend auf der Seite ein Fenster. Ist nur die Frage, komme ich hier noch irgendwie raus? Also hier auf der ganz anderen Seite gibt es ein Fenster. Siehste? Verdammt! Hab's doch gesagt! Ha? Was? Oh Mann. Wer ist da? Niemand. Warte, hier rein. Hilfe! Bin schon fort. Also hier irgendwo auf der Seite dann eigentlich, ne? Sollte es dann doch ein Fenster geben, wo man rein darf. Angeblich. Ist das ein Fenster, das man aufmachen kann? Nein. Dreck. Schade. Ja, jetzt sehe ich wieder gar nichts. Sowas sein. Nein. Nein. Müsste aber auf der Seite sein, oder? Müsste aber schon auf der Seite sein, irgendwo. Das ist jetzt echt... verwirrend wieder mal. Na, da ist gar nichts. Dann muss es auf der anderen Seite noch was geben. Das ist halt ein bisschen lästig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Seite. Auch nicht wirklich. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Hier kann ich rauf. Alles klar. Sehe ich von hier aus irgendwas? Ne. Aber vielleicht hier... warte. Vielleicht hier auf dem Balkon hier? Nein. Das gibt's ja nicht. Ey, da kommt man nirgendwo rein. Bei der Rune bin ich jetzt echt überfragt. Da bin ich echt überfragt. Blöder Mistschlüssel, echt. Willkommen zurück. Ja. Kann man hier sonst irgendwas machen? Glaub nicht, oder? Ausrüstung. Wieder kein Walfleisch diese Woche bei den Preisen. Ja, scheißlich, ne? Soll man kaufen? Die Hand drauf. Zwei vielleicht. Na! Ah! Gottes Willen. Jetzt habe ich einen mehr gekauft, als ich wollte. Oh je. Passen Sie da draußen auf sich auf. Ja. Ich werde es probieren. Gnädigste. Ist das blöd. Das ist echt doof. Das ist mal richtig, richtig doof. Ich habe keine Ahnung, wie die Zahlenkombination ist. Ach Gottchen. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich die herkriegen soll. Wenn ich jetzt riesengroßes Pech habe, kann ich das vergessen. Blockiert, echt? Ne. Das wird das so typisch mit dem blockiert sein, ey. Dass man hier auch keine Scheibe einschlagen kann. Nein. Was? Was haben wir denn da herüben? War ich da eigentlich schon mal? Glaube nicht, ne? Tsuchindosh. Na, ich will das Teil da haben. Das gibt's ja nicht, dass man das nicht kriegen kann. Das glaube ich schon nicht. Das ist auch alles zu. Kann man hier hoch? Kann man da hoch? Nein. So was möglich ist, ne? Das ist unfassbar. Da kann man wirklich wortwörtlich sagen, du kommst da nicht rein. Unfassbar. Es ist echt. Tja, dann geh mal zu rein, oder? Ganz einfach und unkompliziert. Oh, was ist das eigentlich? Ach, so eine Flasche. Was haben wir da unten? Notizbuch im Silbergraphie-Studio.
Also, ja? Also aufpassen. Wichtig ist nur, dass jeder Hochzeitssilbergraphie eine schöne kleine Nachricht beiliegt. Ich weiß, das klingt kitschig, aber unsere Kunden wollen das. Wir sind keine Poeten, die nach Wein und Pisse stinken, Alter, und in der Gosse vor der Crone's Hand am Hunger durchnagen. Hier sind ein paar Beispiele. Gib dein Bestes. Wir trafen uns im Monat der größten Kälte. Jetzt blüht unsere Liebe auf jedem Felde. Getraut im Monat des Regens, eine Liebe des unendlichen Segens. Geheiratet im Monat des Holzes, ein Tag des großen Stolzes. Geheiratet im Monat der Lieder, die größte Liebe kehrt stets wieder. Verheiratet im Monat der Netze, die Liebe bringt unendliche Schätze. Du heilige, ja, schön. Oh, Kitsch, wollte ich sagen. Da, eine Münze. Halt, da sind Münzen drin. Nicht so hastig. Münze. Na, schau die eine, ne? Münze, geht ja. So. Gut. Tür verschlossen. Geht von innen so auch nicht auf. Okay. Ist halt so. So. Kann ich jetzt von hier aus weiter? Nein. Kann ich nicht. Das gibt's nicht. Bitte lass hier irgendwo so ein Kackschlüssel sein. Das gibt's nicht. Was haben wir da? An das Personal. Nehmen Sie keine Silbergraphien für Mrs. Mindy Blanchard mehr auf, solange sie nicht gezahlt hat, was sie uns schuldet. Und geben Sie ihr auch keine ihrer schon existierenden Porträts. Wir vergeben keinen Kredit. Auch nicht an Heuler. Mit Versprechen kann ich ihre Löhne nicht bezahlen. Mototi. Okay. Das ist natürlich blöd jetzt, ne? Da habe ich echt gedacht, es geht weiter. Es ist dazu gesperrt und dazu gesperrt. Ich mach die Tür kaputt. Ich will da rein. Nee. Man kann doch eine Tür einfach eintreten. Das geht doch auch. Dann halt nicht. Was soll man machen? Gelumpert. So. Na, ist ja wahr. Ist ja echt. Ist ja nicht witzig, sowas. Habe ich da drüben schon geschaut? Ich glaube, ich renne sowieso noch mehr im Kreis herum. Aber ich glaube ja. Unglaublich ist das. Hier waren wir normalerweise auch schon. Ja, ja, hier waren wir auch schon, glaube ich. Es ist echt zum Mäuse melken. Hier unten waren wir auch, da haben wir das eine Ding gefunden. Ja, es ist halt echt kacke. Ich weiß die Zahlenkombination nicht. Und ich habe keine Ahnung, wo man die herkriegt. Ich glaube, dieses Artefakt muss ich stehen lassen. Ich fürchte, meine Lieben, da bleibt mir gar nichts anderes übrig. Schau, was ich da gesehen habe. Ein paar Münzen. Ja. Ja, ich fürchte, da bleibt mir nichts anderes übrig. Schade ist es halt, ne? Sehr, sehr schade. Ja, dann werden wir halt weiterziehen, ne? Denke ich mal, weil LP-mäßig ist das jetzt echt schon schlimm. Also, zeitlich gesehen. Das ärgert mich halt. Ich hätte es schon gern mitgenommen, aber
Wie gesagt, wenn es halt nicht ist, ist es halt nicht. Was soll man machen? Ich habe keine Ahnung, wie die Zahlenkombination sein könnte. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass pro Spiel, das man beginnt, die Zahlenkombination wieder etwas anders ist. Mich würde es gar nicht wundern. Ihr da habt's doch nichts gehabt, oder? Und da unten wird auch nichts sein, ne? Nein. Natürlich nicht. Selbstverständlich nicht. Da unten gehen noch ein paar rum. Oh. Nein, ich habe es nicht gefunden. Ich dachte schon, hey, cool, ein anderer Eingang. Nix da. Ist halt auch scheiße, dass ich da nicht rein darf, ne? Das ist unfassbar, aber der muss ja irgendwo eine Tür haben. Da kann ich nicht vom... Da muss ja irgendwo, ne? Und nicht so, also, ne? Ja. Ich will da rein. Ich will da rein. Nö. Immer das blöde Versperren. Würfelspielchen. Ja, Blitz und Donner. Ah, wo geht's hier hin? Achso, dahin. Okay, vergiss es. Na, ich glaube, die lasse ich aus. Schweren Herzens, es tut mir sehr leid, aber ich glaube, ich krieg das nicht hin. Das ist... Verdammt. Es ist einfach nur unglaublich, aber ich fürchte, ich krieg das nicht hin. Die Suppe ist für Arbeiter und ihre Familien. Ich denke nicht, dass sie dazugehören. Ja, ja, schon gut. Was haben wir denn da? Handbuch für neue Bergarbeiter. Habe ich das schon gelesen? Handbuch für neue Bergarbeiter. Der Leitfaden für Sicherheit am Arbeitsplatz im Bergwerk. Na, hat man noch nicht. Okay. Sie stehen kurz davor, sich auf eine Reise unter die Erde zu begeben. Dort erwarten sie harte Arbeit. Doch für die Menschen, die in diesen Tiefen graben, gibt es eine altbewährte Tradition, die hinter dieser Arbeit steht. Auf ihre Suche nach wertvollem Silber und anderen kostbaren Erzen werden sie gewaltige Höhlen erkunden und graben. Ihre Augen sind vielleicht sogar die ersten, die in den Genuss des Anblicks einiger dieser prachtvollen unterirdischen Grotten und schier endlosen Schächte kommen. Doch seien sie gewarnt, denn der Bergbau gehört zu den gefährlichsten Berufen im Kaiserreich der Inseln. Bevor sie mit ihrer Arbeit beginnen sollten, beendet mal kurz den Part. Ich muss kurz zur Tür. Ihr Lieben, wir lesen später weiter. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi und Entschuldigung für die abrupte Abbrechung.